Moin Moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Trip und wir kommen zum zweiten Tag. Diesmal ein Panzervergleich. Nicht vom Premium-Panzer, sondern zwei ganz, ganz wichtige Panzer auf Stufe 10. Und zwar haben wir heute IS-7 russischen Stahl gegenüber der IS-4. Ebenfalls ein russischer Panzer. Zwei Panzer, die man sicherlich kennt. IS-7 bestimmt der populärste Panzer überhaupt. Und heute wollen wir mal schauen. Kann eine IS-4 mithalten und falls ihr beide noch nicht habt, welchen vor allem solltet ihr haben? Ihr kennt das Format bereits, diese Kategorie geht unter Panzervergleich und wir gehen direkt mal weiter, indem dass wir uns angucken, wie stehen die beiden Panzer eigentlich gegeneinander? Und zwar, ich muss mal gucken, ob wir auf der richtigen Seite sind. Jawohl, also wir haben hier einmal IS-7 gegenüber der IS-4 verglichen. Beide natürlich wieder absolut mit dem gleichen Equipment, die gleichen Provisionen drauf und die jeweils wieder auf AP und APCR, beziehungsweise bei der IS-4 die Heat. Auf HE gucken wir uns das Ganze nicht wirklich an, denn ich denke, das ist nicht maßgebend bei diesen beiden Panzern, welchen das ihr nehmen solltet. Ganz wichtiger Punkt, Damage per Minute, da haben wir bei der IS-7 2451, also ganze 2% mehr. Und das ist nicht nur mehr DPM, sondern wenn wir uns also gut auf AP unterscheiden sich die beiden kaum. Diesen Unterschied seht ihr nicht. Wobei ich sagen muss, dass die Gun, und dazu kommt man auch grundsätzlich viel zuverlässiger ist bei der IS-4. Wenn wir hier aber auf APCR und Heat umschalten, sehen wir, dass du eine Penetration von 320 auf der IS-7 gegenüber 357 auf Heat, das sind ganze 12% mehr bei der IS-4. Das ist zum Beispiel bei einer Maus oder bei einer EN-100 einfach aktiver und viel besser durch den Turm kommst. Deswegen dieser Punkt geht natürlich ganz klar an die IS-4, denn das ist wahnsinnig mehr, das ist wahnsinnig mehr Durchschlag. Beim Alpha, Wahnsinns-Alpha für ein Heavy. IS-7 mit 460, das kann wirklich halt teilweise 25% drüber rollen oder auch drunter, das heißt 500er, 550er Schellen ist nicht eine Seltenheit hier. Also 460 gegenüber 420, das sind 9% mehr und das ist sicherlich auch ein bisschen, wovon die IS-7 lebt. Rate of Fire und Reload gucken wir uns nicht an, denn das ergibt sich aus der DPM. Was mir aber wichtig ist, Kaliber. Wir haben hier ein 130er Kaliber auf der IS-7 gegenüber einer IS-4. Und wir wissen bezüglich HE-Schaden, je größer das Kaliber, desto mehr HE-Schaden. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Wahnsinnsunterschied. Von der Fluggeschwindigkeit haben wir hier, und das bezeugt auch wieder, dass die Gun grundsätzlich besser ist von der IS-4, 940 gegenüber 900. Trotzdem geht diese Kategorie ganz klar an die IS-7, denn wenn wir auf APCR gehen, haben wir 1125 und Heat ist halt eher langsam gegenüber 920, 18%. Besonders wenn ihr auf lange Distanz schießt, ist das halt wirklich auch maßgebend. Wunderbar. Gehen wir weiter. Aim Time ist bei beiden haargenau gleich. Trotzdem sind es zwei absolut verschiedene Guns, denn nicht nur auf dem Papier ist die Streuung deutlich besser von der IS-4, sondern die fühlt sich in-game auch viel, viel besser an. Von der Gun Depression haben wir beide 6 Grad. Der eine hat 2 Grad mehr Elevation, aber ich finde nicht, dass das maßgebend ist. Beide komplett drehbaren Turm. Zur Mobilität. Beide Panzer sind übermobil für ihre Klasse eigentlich. Wir haben hier Top Speed von 50 bei der IS-7, den man auch bergab erreicht, gegenüber 43 bei der IS-4, den man halt öfters erreicht. Trotzdem sind das 7 km/h schneller und ihr seid einfach schneller am Ziel. Die Engine Power ergibt sich dadurch. Was für mich aber noch wichtiger ist, sind hier die Terrain-Resistance-Werte, denn obwohl wir hier 7 PS bzw. 7 km/h die Stunde Unterschied haben, sind die Werte, also die Widerstandswerte vom Boden bei der IS-4 genau, also bzw. viel besser und die IS-4 fühlt sich viel, viel mobiler in-game an, als hier präsentiert wird. Natürlich ist eine IS-7 immer noch schneller geradeaus. Turm drehen, ganz klar, bei der IS-4, der ist schneller und er dreht sich auch viel, viel schneller als eine IS-7. Kreditkoeffizienz betrachte ich nicht, denn 10er Panzer sind einfach nicht gemacht, um damit Kohle zu verdienen. View Range absolut das gleiche. Wo es aber wichtig ist, sind die Lebenspunkte 2150 bei einer IS-7 gegenüber 2310 bei einer IS-4. Und das ist doch ein wahnsinniger Unterschied von ganzen 7%.
Jetzt kommen wir zu zwei ganz, ganz wichtigen Punkten. Erstmal Turmpanzerung. Hier auf dem Papier sieht es aus, als würde die S4 besser dastehen. Das stimmt aber überhaupt nicht, denn die S7, die hat einfach überhaupt eins der besten Türme in-game und die gewinnt diesen Punkt durchaus. Das ist wirklich extrem schön abgerundet und somit vervielfacht sich die Turmpanzerung. Einzige Weakspots sind so ein bisschen an der Seite, links und rechts neben der Gang, aber da müsst ihr gut Penetration haben, um dort auch wirklich durchzukommen. Entschuldigung, das ist natürlich die Wanne, auch von der Pike Nose, und die ist einfach besser abgerundet. Seitenpanzerung ist bei einer IS-4 besser, wobei das hier grundsätzlich genauso viele Bouncer bei einer IS-7 haben und als Wanne rundum das beste Paket bietet. Turm haben wir schon gesagt, ein Wahnsinnsturm, obwohl wir bei der IS-7 an den besten Stellen 250 haben, ist trotzdem der Turm von der IS-7 viel, viel besser gepanzt in-game und da geht, wie gesagt, praktisch nichts durch. Die letzten 90 Tagen, wie wurden die Panzer gespielt? Das ist hier eine Aussage, die ich so nicht supporten kann. Wir haben 2000 Spieler bei einer IS-4 gegenüber 7200 Spieler bei einer IS-7. Und wir sehen hier 2% im Durchschnitt besser gefahren. Okay, das könnte sein, wozu man einfach sagen muss, dass sehr, sehr viele Anfänger halt auch mit der IS-7 unterwegs sind. Und Average Damage auch hier fast ganze 100 mehr. Also diesen Punkt werte ich als 1. Wunderbar. Geh mal zurück, beziehungsweise gehen wir weiter zur Zusammenfassung. Und da sind wir auch schon im Hintergrund. Seht ihr mein IS-7 mit der wunderschönen Tarnung, haben zwischen durchaus einige Gefechte drauf. Und bevor, dass wir da drauf gehen, machen wir noch schnell die Zusammenfassung. DPM haben wir gesagt, IS-4 hat eine höhere, auch der Durchschlag auf Heat ist deutlich höher auf der IS-4. Grundsätzlich ist die Gun besser bei der IS-4. Die bessere Munition hat allerdings die IS-7, denn beide haben Standard-AP und dafür hat die IS-7 APCR als Zweitmunition und die geht einfach öfters durch, fliegt schneller und vor allem bleibt sie nicht kleben an Ketten. Den Alpha-Schaden ebenfalls an die IS-7, denn der Alpha-Schaden ist höher, ihr müsst weniger aus der Deckung kommen und könnt somit safer Schaden machen. Dann Kaliber, ganz an die IS-7 könnt ihr ein bisschen mehr HE-Schaden machen. Das ist teilweise zum Decappen und so ziemlich wichtig. Die Fluggeschwindigkeit der Kugeln ebenfalls bei der IS-7. Die genauere Gun grundsätzlich hat die IS-4. Dann von der Geschwindigkeit geradeaus ist es sicherlich die IS-7, die da weiter vorne ist auf lange Distanz. Und das merkt man auch. Das Drehen allerdings ist bei der IS-4 deutlich angenehmer und schneller. Die Terrain-Resistance-Werte, also die Widerstandswerte vom Boden, die vom Wargaming so eingestellt sind, sind bei der IS-4 besser. Deswegen fühlt sich der Panzer genauso flott an. Turmdrehen ist bei der IS-4 doch nochmal besser. Man kann weniger gut gezirkelt werden. Die Strukturpunkte gehen hier mit gutem Abstand ebenfalls an die IS-4. Die Panzerung der Wanne sowie die Panzerung den Turm, obwohl es auf dem Papier nicht so aussieht, sind beides Werte, wobei der IS-7 besser dasteht. 90 Tages Winrate geht gesamthaft an die IS-4. Dann haben wir zwei weitere Punkte, die ich reingenommen habe. Als Clan Wars Panzer wird die IS-7 viel, viel öfters verwendet als eine IS-4 und viele Clans haben das eben als Anforderung. Deswegen empfehle ich zuerst die IS-7. Dann der bessere Grind grundsätzlich und dazu gehen wir gerade in-game und gucken uns das Ganze an. Finde ich persönlich für Anfänger ist ganz sicher der IS-7. Warum das genau so ist, gucken wir uns im Anschluss an. Wir haben, wie ihr an den Sternen sehen könnt, 17 Kategorien gewertet. Davon gehen 9 Kategorien an die IS-7, 8 davon gehen an die IS-4 und ich denke, das ist eben genau meine Meinung. Grundsätzlich sind beide Panzer absolut der Wahnsinn und lassen sich sehr einfach für Pros wie auch für Anfänger fahren. Das bessere Gesamtpaket grundsätzlich und es liegt einfach schlichtweg daran, dass der Turm sowie die Wanne deutlich besser abgerundet sind und auch viel mehr Fehler verziehen, ihr noch nicht mit Heat umgehen müsst. Deswegen das bessere Gesamtpaket in meinem Fall bietet für euch die IS-7 und auch würde ich dadurch den Grind nehmen. Dann, wenn wir den Text hier mal wegschalten und in-game gehen, wollen wir uns noch die Grinds anschauen. Also es sind beides Russenpanzer. Wir fangen unten an.
T26, T46 gehe ich nicht genau drauf ein, denn das sind Panzer, die sind Level 2 und 3, die werdet ihr nach ein paar Stunden durchhaben. Der T28, sicherlich ein Panzer, der sich abhebt, der sich, ja, ist halt noch ein Medium zu Beginn, sehr schnell, aber sehr eine genaue Gun. Der KV-1, hier ganz sicher eins der besten 5er Panzer, absoluter Turm und zu empfehlen für Anfänger. Dann würde ich selber hier über den KV-1S gehen, das wäre der Kollege da. Der ist sehr schnell, hat einen Wahnsinns-Alpha auf Stufe 6. Allerdings passt ihr euch direkt schon mal für eine ESC an, denn die Gun ist nicht genaueste gegenüber dem T150. Ich finde auch hier, der KV-1S bietet eine gewisse Panzerung, eine gewisse Mobilität an, weil ihr auf Stufe 6 auch ein mediumlastiges Setup habt im Gegnerteam. Stufe 7 würde ich dann über den ES gehen und den KV-3. KV-3 absolut wieder am Bunker. Wozu man einfach sagen muss, da man zu Beginn nicht genau weiß, wie aggressiv, wie defensiv man fahren muss, finde ich auch hier, dass die erst das bessere Gesamtpaket bietet. Dann auf Stufe 8 IS-3 gegen KV-4, beides wieder sehr gute Panzer. Die IS-3 ist halt wieder mobiler als eine KV-4, wieder mit der Pike Nose zu arbeiten, hat die bessere Gun in diesem Moment vom Alpha und so weiter. Und die KV-4, die ist halt sehr, sehr langsam und wahnsinnig groß. Und als Anfänger ist es nicht unbedingt einfach zu fahren. Was sich aber beim 9er unterscheidet, IS-8, eins meiner Lieblingspanzer. Ich selber kann mir aber vorstellen, dass ihr mit der SDI als neuer Spieler durchaus besser bedient seid, denn die hat einen wahnsinnigen Turmpanzerung und wahnsinnige Wanne. Ist dafür ein bisschen langsamer. So, wir gehen zurück zu Beginn. Und ich wollte mich nochmal bedanken. Ich hoffe, ich kann weiterhin auf euren Support zählen. Was mich interessieren würde, was ist eure Meinung dazu? Welchen Panzer findet ihr besser? Schreibt doch das in den Kommentaren. Schreibt nicht einfach IS-4 oder IS-7, sondern was genau ist euer Punkt dazu? Ich danke euch und bis morgen.